Wann sollte ich meine Kryptowährung verkaufen und wie hoch werden die Preise wohl gehen? Ich gebe in diesem Video keine Finanzberatung und auch keine Preisvorhersagen. Stattdessen stelle ich dir Konzepte vor, die dir zeigen, wie einige Leute zu astronomischen Preisen wie 300.000, 400.000 pro Bitcoin kommen. Und diese Konzepte sollen dich stattdessen anregen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Preisvorhersagen oder Verkaufsmöglichkeiten bieten sich meistens aufgrund von vier verschiedenen Entscheidungsstrategien. Zunächst einmal könntest du dir von Anfang an ein Preisziel festsetzen, bei dem du irgendeine Kryptowährung verkaufen möchtest, oder du nimmst dir entsprechende Pläne vor. Du kannst Preisvorhersagen über Fundamentalanalysen erstellen oder über technische Analysen, was jedoch reichlich Vorkenntnisse und Expertise erfordert. Wir werden in den folgenden Teilen dieser Miniserie weitere kleine Indikatoren mittels Python programmieren, die ihr dann auch für eure eigenen anderen Coins verwenden könnt. Zunächst einmal das Preisziel. Man verkauft bei einfachen Preiszielen, die man sich selber setzt. Zum Beispiel sagt man, wenn der Bitcoin 80.000 Euro erreicht. Zum Beispiel. Eine andere Strategie ist die Little Lady Strategie, die dich zwingt, die Hälfte deiner Kryptowährungen zu verkaufen, sobald sich ihr Preis im Vergleich zu deinem Kaufpreis verdoppelt hat. Auf diese Weise fährst du nämlich keine Verluste, denn du holst immer deine initiale Ausgabe rein und hast immer noch die Hälfte des Chips sozusagen auf dem Tisch, um damit weiterzuarbeiten. Du könntest dir dein Preisziel aus externen Quellen holen, wie zum Beispiel den S2F, das steht für Stock-to-Flow-Modell, nehmen, welches auch zum Beispiel von dem Vermögensberater Mark Friedrich verwendet wird. Oder du führst natürlich deine eigenen Fundamentalanalysen durch. Und hier sehen wir zum Beispiel das Stock-to-Flow-Modell. Das Stock-to-Flow-Modell beschreibt, wie sich ein Stock, also eine Grundmenge von zum Beispiel Kryptowährung, verhält über die Zeit, wenn sich der Flow, also der Zustrom, ändert. Und da hat man ja bei Bitcoin regelmäßig das Halving. So, das ist bei dem Stock-to-Flow-Model ungefähr alle 4 Jahre, wie man hier zum Beispiel sehen kann, zwischen, sagen wir mal, 2017 und 2021 zu Preissprüngen kommt. Und diese sind historisch gefittet und betragen ungefähr immer einen Faktor 10. Entsprechend sagt das Stock-to-Flow-Model einen Preis von circa 100.000 voraus. Und eine weitere einfache Möglichkeit, zu einer Preisvorhersage für Bitcoin zu kommen, ist die Annahme, dass Bitcoin digitales Gold ist. Der Goldmarkt beträgt zurzeit etwa 11 Billionen US-Dollar. Und wenn Bitcoin tatsächlich so groß werden sollte wie Gold, entspräche das also 11 Billionen US-Dollar für die Bitcoin-Marktkapitalisierung, verteilt auf die maximal 21 Millionen möglichen Bitcoin, einem Wert von etwa eine halbe Million US-Dollar pro Bitcoin. Wenn du glaubst, dass vielleicht 20 oder 25% des Goldmarktes schon ein realistisches Ziel für Bitcoin als digitales Gold sind, dann solltest du Preisvorhersagen von ungefähr 100.000 Euro berücksichtigen und nicht als zu astronomisch bezeichnen. Ein anderes Beispiel ist, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin die Weltreservewährung wird. Und die Menge der existierenden Währung entspricht der Menge der existierenden Schulden. Denn die Erde ist ein von zum Beispiel Schulden und Vermögen in sich geschlossenes System, denn die Erde hat ja keine Schulden beim Mars oder bei der Venus. Und man nimmt darüber hinaus noch an, dass die Schulden nicht durch zum Beispiel eine Hyperinflation vernichtet werden. Gemäß dem Bloomberg-Artikel, den ich euch dort unten verlinkt habe, beträgt die globale Verschuldung etwa 280 Billionen US-Dollar. Teilt man also wieder die 280 Billionen US-Dollar auf die 21 Millionen möglichen Bitcoin, kommt man auf eine Preisvorhersage von etwa 13 Millionen US-Dollar pro Bitcoin. Und wie wir auf dem Artikel in der rechten Seite sehen können, ist Bitcoin nach einem Report der Deutschen Bank bereits die drittgrößte Währung, die weltweit verwendet wird. Aber kann Bitcoin überhaupt Weltreservewährung werden? Ein Argument, was ich gut finde und dafür sprechen könnte, ist das Triffin-Dilemma, welches hier ein Auszug aus dem entsprechenden Wikipedia-Artikel ist. Denn das Triffin-Dilemma oder das Triffin-Paradoxon beschreibt, dass
dasjenige Land, welches die globale Weltreservewährung stellt, in unserem Fall der US-Dollar, dazu gezwungen ist, ein Defizithandel zu betreiben. Also muss es die Währung für die anderen Länder, die diese ja als Reserve haben wollen, bereitstellen. Entsprechend exportiert quasi Amerika US-Dollar im Tausch für Güter. Der große Vorteil an Bitcoin ist jetzt, dass hinter Bitcoin kein Staat steht und keine Zentralbank. Das bedeutet, wenn Bitcoin die Reservewährung werden sollte, ist kein Land gezwungen, einen Defizithandel zu betreiben. Und gerade das, finde ich, spricht sehr für einen möglichen Einsatz von Bitcoin als Weltreservewährung. Eine weitere Möglichkeit, wie man zu hohen Preisen kommt, ist, indem man Bitcoin als das versteht, was es eigentlich ist, nämlich ein Netzwerk. Und der Wert eines Netzwerks wird gut durch Metcalfes Gesetz beschrieben. Metcalfes Gesetz ist für Telekommunikationsnetzwerke erstellt worden und sagt, dass der Wert eines Netzwerks proportional zum Quadrat seiner Nutzer wächst. Das heißt, wenn sich die Größe eines Netzwerks verzehnfacht, dann verhundertfacht sich dessen Wert. Technische Analysen setzen voraus, dass der Preis bereits alle relevanten Informationen enthält. Und man versucht aus historischen Patterns, also aus historischen Formationen oder Preisbewegungen, künftige Preisbewegungen vorherzusagen. Technische Analysen erfordern sehr viel Fachwissen und sehr viel Erfahrung. Du kannst dir verschiedene technische Analysen, zum Beispiel bei TradingView, für deine Coins bekommen. Also, die eingangs genannten Preise sind rein hypothetische Modelle und Gedankenspiele. Es sind keine Garantie, dass diese Ziele jemals oder irgendwann erreicht werden. Ich wollte damit nur dich anregen, vielleicht deine eigenen Gedanken zu bekommen. Wann und wie viele Bitcoins sollte ich dann verkaufen? Dass du dir über diese Frage schon Gedanken machst, bedeutet ja eigentlich, dass du Bitcoin oder Kryptowährungen hältst. Und das ist schon an sich ein großer Erfolg, denn dieser Artikel hier zeigt, dass ein Portfolio, das zu 99% aus Cash und zu 1% aus Bitcoin besteht, ein Portfolio schlägt, was Gold, Aktien, zum Beispiel den S&P 500 oder Staatsanleihen hält. Denn der große Vorteil an diesem Portfolio ist, der maximale Verlust, den dieses Portfolio machen kann, ist nämlich 1%, nämlich genau in dem Fall, wenn Bitcoin auf Null geht. Andererseits, wenn sich Bitcoin allein in dem letzten Jahr im Preis verzehnfacht hat, also von etwa 5.000 auf 50.000, bedeutet das, dass alleine diese 1% sich verzehnfachen, also ein 10%iges Wachstum hinlegen. Wir werden in den folgenden Teilen dieser Miniserie weitere kleine Indikatoren mittels Python programmieren. Außerdem werde ich auch Exklusivmaterial dazu und zu anderen Dingen auf meinem Kanal auf float.app bereitstellen. Wenn dich dies vielleicht interessiert, dann schau doch auf float.app vorbei. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.